Seid wieder recht herzlich gegrüßt, ihr lieben Schäfchen. Hier ist Martin Luther mit ein bisschen Looten XL Darkwood. Folge 3. In der letzten Folge gab es ja die erste Nacht und es ist eigentlich nichts passiert, außer ein paar harmlosen Wahnvorstellungen. Einmal ging eine Tür auf, trotzdem habe ich mich halb nass gemacht. Der nächste Tag ist angebrochen und ich höre sein Schnaufen gar nicht. Ah, da steht er. Der Wolfmann. Hallo? Das ist eine Gestalt mit einem Wolfsgesicht. Finde ich gut. Ich rieche deinen fauligen Gestank schon aus der Ferne. Sei froh, dass ich kein Aasfresser bin. Fleisch. Die Gestalt verbirgt das Gesicht unter einer Kapuze. Sie riecht nach nasser Erde und Fell. Ich weiß, hinter was du her bist. Ich kann dir helfen, zurückzubekommen, was du verloren hast, wenn du mir hilfst, mich um eine bestimmte Angelegenheit zu kümmern. Was sagst du, Kamerad? Als er sich zu mir beugt, höre ich ihn unter der Kapuze kichern. Ich wusste, dass dich das interessieren würde. Bevor wir uns einig werden, musst du beweisen, dass du es drauf hast. Ich habe keine Zeit für Schwächlinge, Fleisch. Kapiert? Zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Geh durch den stillen Wald. Glaubst du, es wäre so einfach? Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich mich ordentlich vorbereiten, bevor ich mich auf den Weg mache. Wenn du dort ankommst, wirst du mich an jener Stelle finden. Merk sie dir. Der Wolf schnappt sich meine Karte und kritzelt etwas darauf. Solche wie du kommen immer zu mir zurückgekrochen. Dann achte hier auf sein schönes Einschussloch auch in der Jacke. So, Item zeigen, handeln, tratschen. Dann tratsche ich doch erstmal. Was gibt's so über das neue Baby im Königshaus? Ich würde versuchen, mir keinen Ärger einzuhandeln, wenn ich du wäre, Fleisch. Zumindest so lange, bis du eine vernünftige Waffe findest. Oh, dann geht Ärger. Okay, was hast du noch für Tipps, Wolfmann? Wenn ich du wäre, würde ich nicht allzu weit von dir weggehen. Außer dein elendes Leben ist dir schon langweilig geworden, Fleisch. Nur ein paar sind hier aus diesem dichten Wald zurückgekehrt. Und diejenigen, die es geschafft haben, konnten ihre fröhlichen Geschichten nicht mehr erzählen. Er hat noch mehr Weisheiten. Ich würde dir nicht empfehlen, nachts durch diesen Wald zu wandern. Das würde für dich den sicheren Tod bedeuten, Fleisch. Verkriech dich vor Einbruch der Dunkelheit lieber in deinem Versteck und bete, dass bald die Sonne aufgeht. Das war es soweit. Erstmal handeln. Ich habe 50 Ruf. Was hat er denn Feines? Also Ruf ist speziell, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es quasi ein Vertrauensvorschuss ist, der sich in Gefälligkeiten äußern lässt. Also ich kann mir von Ruf einfach Dinge kaufen und wenn ich mit ihm mehr Dinge tausche, die mehr wert sind als der Gegenwert seiner Dinge, kriege ich mehr Ruf. Aber es bringt mir nichts, den Ruf irgendwie zu steigern. Also schaue ich zum Beispiel, dass ich immer Lappen abknöpfe. Jawohl. Rotes Ei, Lappen, Metallrohr, Klebeband, Uhr, 300. Ah, eine Uhr wäre schon richtig schön. Eine Kette, wahrscheinlich als Waffe, Werkzeugkasten, Batterie, Benzin, ja, alles so. Wenn ich nichts zum Tauschen habe, also ich nehme erstmal die Lappen. Deal. Ich krieg Lappen, du kriegst nichts. Verhandlungsspezialist. Wenn du noch etwas Zeit damit verbringen willst, dich an der eindrucksvollen, aber natürlichen Schönheit meiner Züge zu laben, bevor du in den stillen Wald wanderst,
findest du mich in meinem Lager auf der trockenen Au. Der Wolf zeigt auf eine Stelle auf meiner Karte. Da ist er dann jetzt, aber er haut jetzt noch nicht direkt ab. Habe ich noch irgendwelchen Schrutz, den ich ihm andrehen kann? Aus Altmetall kann ich Kettenfallen herstellen. Tablette, ich glaube, die brauche ich für nichts Besonderes. Ich schmeiße sie auf den Boden. Das ist wahrscheinlich märzwindernd. So. Wolf, Summer. Ja, Fleisch. Ich habe Tabletten. Hier, nimm meine Drogen und gib mir Benzin. So. Sehr schön. Nie im Leben Fleisch. Ah. Ach, ja, gut. Also selbst Wert 30, weil ich nicht mehr genug Restruf habe. Brot. Brot ist was wert. So, jetzt. Tabletten und Brot gegen Benzin. Sehr schön. Deal. Waffen und Munition bringen bei ihm anscheinend mehr. Die eine Hülse hatte ich ja in dem Haus gelassen. Dann zeige ich ihm zunächst mal das Huhn. Das habe ich ja bei dem Arzt gefunden. Hübscher Gegenstand. Perfekt für ein Gemeindefest. Vielleicht ein Hinweis auf ein Rätsel? Und das Foto der Straße? Was hast du da? Der Wolf schnappt mir das Foto aus der Hand und betrachtet es genau. Schließlich schnaubt er, wodurch seine dicke gelbe Spucke auf dem Foto landet. Die Straße da gibt's nicht mehr. Von Bäumen überwuchert. Genau wie alle anderen. Der Wolf wirft das Foto auf den Boden. Vergiss mal lieber die Straße nach Hause. Fleisch, hier führen alle Straßen ins Nichts. Okay, nach diesen aufmunternden Worten sage ich danke, Wolfmann, bester Freund, den ich hier habe. Als erstes schalte ich mal den Generator aus. Wie sieht das aus? Ja. So. Aber solange ich das Gelände nicht verlasse, ist die Zeit noch eingefroren. Deswegen hoffe ich einfach mal, es hat jetzt nicht unnötig Strom verbraucht, erstmal mit meinem neuen besten Freund in Ruhe zu plauschen. Oh, 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 natürlich auch mein Pilz. Der soll ja nicht schlecht werden. Zwei seltsam aussehende Pilze. Jawohl. Brot zu verkaufen war jetzt auch nicht schlecht. Es lässt sich nicht kochen. Sehr gut. So, Bandagen kann ich mir herstellen. Holz brauche ich noch, falls ich mir unterwegs eine Fackel herstellen möchte. Aber wofür braucht man auch nicht Holz in diesem verdammten Spiel? Die Werkbank aufrüsten. Ich brauche Holz. Haha. Ach nee. So. Eins bitte. So. Der Draht kann ja hier bleiben. Das Brot auch. Das Benzin ebenso. Den angefangenen Kanister, den schütte ich am besten gleich mal in die Sägedings, Wortfindungsstörung, und Kettenfallen kann ich herstellen. Die kann ich doch bestimmt demnächst schön auslegen hier. Was bräuchte ich denn für eine richtige Bärenfalle? 3. War das gerade nicht rot auch? Konnte ich das herstellen? Diese schöne Findungsphase in Crafting-Spielen. So, Benzin.
Gib mir Benzin. Immer doch. Ah, diese schöne beruhigende Musik dabei. Könnte man doch denken, hier passiert nie was Schlechtes in Darkwood. So. Ach, hier oben habe ich es auch nochmal in Zahlenwerten. Von 82 zu 57. Okay. Ah, ist das herrlich. Viel Holz. Das heißt, jetzt kann ich damit auch schon die Werkbank aufrüsten. Sehr gut. Zehn Nägel und 6 Holz mache ich erstmal. Was kann ich jetzt herstellen? Eine Einschusspistole aus Altmetall und einem Metallrohr, okay. Erinnert mich an die Selbstverteidigungswaffe in Resident Evil im Original. Der hatte ja auch nur 1-2 Schuss. Ein Molotow. Oh, die ist jetzt auch rot. Obwohl ich alles habe dafür. Lappen, Alkohol und Streichhölzer würde ich dann noch eher nehmen als Benzin. Oh, eine Laterne. Das klingt doch gut. Dann brauche ich keine Fackeln. Das mache ich. Um das herzustellen, muss ich ein... Ach, das sind diese Halbroten. Das ist nur das Spiel, was mich an der Nase rumführt. Oder mir mit sirenartigen Mitteln signalisiert, was ich nur nicht bauen kann, aber bauen möchte. Nach dem obligatorischen Inventar aufräumen. So. Fühle ich mich gewappnet, wieder vor die Tür zu treten. Ich habe ja noch den... Ja, jetzt ist die Zeit nicht mehr eingefroren. Hier ist eine Falle, sehr gut. Wo ist die Truhe, die ich immer gesehen habe? Hier bin ich jetzt schon wieder bei dem Versteck. Das kam mir so weit vor, als es schon dunkel wurde. Ah, habe ich mich verrückt gemacht. Ich habe aber auch jetzt mal wieder nachgedacht über den Spielanfang. Und ist ja schon mysteriös. Der Charakter, den ich spiele, der erinnert sich ja auch nicht. Ah, der Hund von gestern. Erinnert sich ja auch nicht so richtig, was passiert ist. Also irgendwen... Irgendwer muss ihn ja verwundet haben. Weil der Doktor hat ihn ja dann verletzt gefunden. Ach, da ist die Kiste. So, Dietrich benutzen, entsperrt sehr gut. Noch mehr Benzin und Altmetall und eine Batterie und Tablette. Die heilt. Sieht auch ein bisschen anders aus. So, das hat schon viel zu lange gedauert, aber es geht vorwärts. So, einfach schnell abladen, das ganze Gedöns. Jetzt kann ich ja auch mal so eine Bärenfalle herstellen. Eine richtige, sehr gut. Der Holzklotz kommt draußen rein. Ist ja gut, Haus. Falsch rum. So. Jetzt aber mal sehen, was bei der Tür los ist. Beim Prolog
Ist ja auch die Frage, als der Doktor in dem Haus war, meinte er ja, er hat jemand in dem Zimmer eingeschlossen, wo dann der Doktor rauskam, den wir erschlagen haben. Also vielleicht war das ja gar nicht dieselbe Person, oder ist ja eh schwierig zu sagen, was real ist, wenn alles immer konfuser wird um einen herum. Okay, ein Hund bellt. Oder jammert. Ich habe auch ein paar Dinge ganz übersehen in der ersten Folge. Jetzt ist da eine Hundeleiche. Zum Beispiel ein Foto. In dem Auto war, glaube ich, eine Zeitung. Und auch die medizinischen Geräte vom Doktor, die man finden konnte. Blende ich vielleicht im Schnitt dann nochmal ein. Die Mittelkaliberkugel. Oh, noch mehr. Noch mehr Lappen und noch ein Dietrich. Sehr gut. Und ich glaube, hier habe ich im Schnitt gesehen, ihr habt das Päckchen Zigaretten gar nicht angesehen. Oh, was? Klubowe. Was mir das jetzt aber sagt über die Welt, ist Päckchen Zigaretten. So, der Eingang zum unterirdischen Tunnel, da nehme ich mir doch lieber eine Fackel. Nein, ja. Yeah. So. Grill. Die Wände des Tunnels wurden von riesigen Wurzeln zermalmt. Ich könnte graben oder überprüfen, bauen. Graben. Das würde eine halbe Schaufel verbrauchen. Dafür bräuchte ich erstmal eine. Eine schwache Glühbirne beleuchtet die nassen Wände des unterirdischen Gangs. Der weitere Weg ist ganz und gar in Dunkelheit gehüllt. Ich brauche eine Lichtquelle, um hier weiterzukommen. Ja, yep, habe ich. Mhm, Motorradmagazin. Ein Automagazin von diesem Jahr. Ah, 87 spielt das, okay. Die Autos der Zukunft haben offensichtlich Schleifchen, sehr feminin. Die dicken Holzpfosten können die nasse Erde und die verschlungenen Wurzeln kaum halten. Die Konstruktion sieht aus, als breche sie bald zusammen, und da ist gerade irgendwas in der Dunkelheit verschwunden. Dieser Teil des Gangs wird von wuchernden, verschlungenen Wurzeln blockiert. Ach, habe ich in dieser Folge schon erwähnt, dass ich nur ein Leben habe? Dass das hier vorbei ist? Wenn ich irgendwie sterben sollte. Wird dieser Tunnel erst angelegt oder war er schon da, ist die Frage. Und da ist die Tür. Oh, Pilze. Sehr schön. Panzertür. Abgeschlossen. Diese Tür ist mein einziger Weg nach draußen. Ohne meinen Schlüssel kann ich sie nicht öffnen. Die Wurzeln scheinen da auch schon hinzuwachsen und drüber zu wachsen. Den Griff ansehen. Der Griff der Luke ist von einer dicken Staubschicht bedeckt. Er wurde seit mindestens 2 Wochen nicht mehr benutzt. Sehr gut, also war er nicht da. Mein Ohr an das Schlüsselloch drücken. Ich höre eine leise Stimme unter dem heulenden Wind. Sie klingt vertraut. Scheinbar kommt sie aus dem Schlüsselloch. Jemand ruft nach mir. Ah, nee, hatte der Doktor nicht schon auch Stimmen gehört? Durch das Schlüsselloch sehen. Ich sehe ein Leuchten, aber
höre keine Stimme. Gut. Wir brauchen also den Schlüssel wieder. Jetzt rumpelt's natürlich. Bitte jetzt nicht einstürzen. Oh, es ist dunkler geworden. Oh, eine Leiche. Okay, nichts drin. Gehe ich noch denselben Weg wie vorher? Sind das nur meine? Da kommt doch was. Ja, ich gehe schon, danke. Oh Gott. Nee, danke. Ja, da will ich unbedingt wieder rein, wenn ich den Schlüssel wieder habe. Ich kann's gar nicht erwarten, kann ich's. Das verbarrikadierte Fenster kann ich, ist zu stabil, um es auseinanderzunehmen. Gut. Das habe ich ausgeschlachtet. Dann mal auf die Karte sehen. Hier ist der unterirdische Eingang. Hier bin ich ungefähr. Ach, da hat er auch den Holzstapel eingezeichnet. Bäume. Ja, super Landmarke Bäume. Da ist der Wolf. Und hier wäre der Übergang von der stillen, von der trockenen Au zum stillen Wald. Und dort möchte der Wolf mich empfangen. Oh. Mit Hirschen legt man sich besser nicht an. Zumindest hat mein Selbstversuch in meiner Probepartie da nichts Gutes ergeben. Oh, eine Leiche. Das arme Schwein ist wohl verhungert. Nichts als einen Lappen am Leib. Noch eine Leiche. Ich höre seltsame Geräusche. Wie so eine Tür. Eine quietschende im Wind. Wir nähern uns übrigens meinem Wissenshorizont recht schnell. Die Nacht dieses Tages habe ich noch gespielt in meinem Probedurchlauf. Und den Rest wollte ich lieber jetzt so erleben im Spielfluss. Die erste Nacht war tatsächlich genauso wie beim ersten Mal. Also es gab nur... Okay, ein Feld. Zerlegter... Oh, noch mehr Benzin. Sehr gut. Dass sich nur diese Tür geöffnet hat. Wobei nicht haargenau so, weil in meinem ersten Durchlauf hatte ich keine Wahnvorstellung von Pilzen. Aber ich hatte ja auch keine nächtlichen Besucher dann. Das ist spannend, so eine Reihen, so eine Feldreihen in Verbindung mit diesem Sichtfeld. Wo bin ich überhaupt? Okay. Das Feld hat er jetzt auch eingezeichnet. Ausgebranntes Haus. Habe ich gefunden angeblich. Sehe ich's auch? Oh, eine Falle.
Okay, ich höre ein Klopfen. Okay, ein Typ schlägt seinen Kopf wieder und wieder gegen einen Baum. Wer bin ich, ihn dabei zu stören? Ah, noch so einer. Und diese komischen... Diese Linien auf dem Boden. Er malt sie gleich mit einem Stock. Die waren auch in der Nähe von dem Haus, bei dem ich meine Spielfigur gefunden habe. Da lag doch auch in einer dieser Kritzeleien dieser ausgeweidete Hirsch. Ich glaube, diese Menschen mit ihrem komischen Holz, das ihnen aus dem Kopf wächst, das sind die Wilden, die mal im Tagebuch erwähnt wurden. So, ein bisschen ist ja noch übrig vom Tag. Ah, ganz schön viel eingezeichnet, auch die Krakeleien, das ausgebrannte Haus, da bin ich jetzt zu früh abgedreht. Aber das ist ja eh der Übergang zum alten Wald, da habe ich vermutlich eh noch nichts zu suchen, wenn ich leben will. Okay, hier gibt es sehr viele Giftpilze. Das kann ja nur ein gutes Zeichen sein. Komme ich da auch zwischen den Bäumen wieder zurück? Ja. Oh, noch mehr Giftpilze. Ach, wie viele? Oder sind das einfach nur so Flechten? Nee, giftige Pilze. Ganz viele vereinzelte auch. Hat er das jetzt eingezeichnet? Ja, Pilze. Sollte vielleicht noch einen Totenschädel dazu malen, angesichts dessen, dass ich ja hier gerne Pilze habe. Ja, komm her. Versuch's ruhig. Tut mir leid, alle Hundeliebhaber, aber er oder ich? Oh je. Es ist ruhig. Zu ruhig. Geht's hier weiter rein? Nee. Oh, oh, oh. Leiche. Ja. Noch ein Lappen. Ich bin der König der Lappen. Ah, nichts komisches, waberndes, was sich bewegt. Einfach nur der Wind in den Baumkronen. Nichts Bedrohliches. Oh, ein Zelt. Und zwei, drei Hunde. Das hebe ich mir vielleicht mal für einen anderen Tag auf. Wer weiß, wie lange das dauert. Und mein... Boah, Pilze. Schauen, wohin ich gehe. Mein Inventar ist eh fast voll. Oh, ist der tot? Ist das eine Leiche? Ja.
Okay, die habe ich schon geplündert. Gut. Gut. Dann so langsam scheint sich der Tag auch dem Ende zu nähern. Dann treffe ich doch lieber ein paar Vorbereitungen für den Abend. So. Das Trinken aus dem Brunnen. Hatte ich nicht Holz? Nee. Okay. So. Werkbank benutzen. Altmetall loswerden und Nägel und Lappen, Benzin. Ah, das sortiere ich mal demnächst. Das geht ja so nicht. So, um die nochmal aufzurüsten, benötige ich einen Werkzeugkasten, so einen wie der Dings verkauft. Okay, eine Falle vielleicht aufstellen wäre nicht schlecht und ich kann ja was einkochen, bevor es dunkel wird. Vielleicht doch nicht. So, Adlerauge, ich kann weiter in die Ferne sehen. Einmal am Tag kann ich mich heilen, indem ich in elektrischem Licht stehe, also gut für den Abend. Schatten, mich nachts in der Dunkelheit aufzuhalten, kann gefährlich sein. Diese Fähigkeit habe ich schon. Was ist dem denn nur passiert? Ist er eigentlich schon tot? Navigator, einmal am Tag kann ich meine aktuelle Position auf der Karte erfahren. An sich, finde ich, geht es gerade noch recht gut, aber wer weiß, wie es in den anderen Waldteilen aussieht. Ich kann mich heilen, indem ich Pilze esse. Na, ich glaube, Pilze mache ich lieber zur Essenz. Ich kann weiter in die Ferne sehen. Ich probiere Navigator schon mal zur Sicherheit. Ich muss eine negative Eigenschaft auswählen. Ach du, okay. Schatten. Mich nachts in der Dunkelheit aufzuhalten kann. Die habe ich dann jetzt erst, ey. Na, herrlich. So. Die Nacht kommt. Davon habe ich noch nicht den Code. Ich bin doof. Ich muss eh den Schrank da wieder ranschieben. Ein bisschen Benzin nachfüllen. Schneller, schneller. So, den Generator auffüllen. Zwei Striche sollten genügen. Schätze ich. So, der Schrank kommt wieder an seine Position. So. Wie viel braucht es, um ein Fenster zu verbarrikadieren? 7 Nägel und 3 Bretter. Das kann ich jetzt auch nicht überall machen. Schalte sie lieber vorher an, so. Ich kann ja Möbel rumschleppen. Schleppe ich es doch mal hier hin. Da ist doch, glaube ich, das Fenster, das ich schon verrammelt habe, ja. Dann, wie viel Nägel habe ich? Wie? 40. 40 klingt doch gut. Dann das zweite Fenster mal auch verrammeln, so. Die Tür. Ach, den Türrahmen kann ich reparieren mit 9 Nägel und Dann, wozu habe ich denn die Fallen? Lege ich lieber Kettenfallen.
Ah, den Hocker. Wenn ich das richtig gehört habe, kann ich damit mich dagegen stellen. Und hier kann ich eine Falle hin tun. So, meine Vorbereitungen zeigen es. Ich rechne mit Besuch heute Nacht. Ich schließe ihn auf jeden Fall nicht aus. So, wenn ich jetzt hier so bin. Die Fenster sind verrammelt. Die Holztür habe ich im Rücken. So. Ah, Schäfchen, ich bin bereit. So bereit es geht zumindest. Es ist schon dunkel draußen, richtig? Ich würde sagen, es war aber schon wieder so. Ich mach bestimmt nicht die Tür auf. Nein. Ich kaufe nichts erst zum Morgengrauen. Oh, es ist so ätzend. Ich sehe doch erst, wenn ich hinsehe, ob da auch was ist. Könnte da was kommen, was an der Falle vorbeiläuft? Jetzt höre ich auch noch Stimmen. Super. Ah! Irgendwelche Geister. Etwas lauert im Schatten. Ich sollte im Licht bleiben, ja? Ich stehe neben der Lampe. Dann kann ich nicht mehr so gut die Tür im Rücken behalten. So. Läuft doch gut. Ereignislos. Aber in diesem Fall ist das durchaus gut. Okay, ich höre Schritte. Oh, kann's bitte bald dämmern. Es ist unerträglich. Ja, ich hör's. Ich kann sie hören, die Dämmerung. So. Ich baue schon mal die Falle ab, bevor ich vor lauter Erleichterung reintrete. Ein neuer Morgen. Ein neuer Tag. Tag 3. Ruf gesteigert, Händler 100. So, mal hier öffnen. Der Schrank ist noch da, wo er ist. Oh, und ein Händler. Aber nicht der Wolfmann. Wer das ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Und dann schaue ich mal zu den Zelten und schaue, was sich noch so ergibt. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf, ihr lieben Schäfchen.
Wir sehen uns in der nächsten Folge von Ein bisschen Looten XL Darkwood. Gehabt euch wohl!